Hör nicht immer auf den Doktor, ja, das sag ich dir heute ja. Denn wenn du immer ja auf den Doktor hörst, doch ja, dann wirst du vielleicht auch sterben, ja. Ja, mir ist es passiert, ach ja, ich war in Center Ost sogar. Da hat mir diese Doktorin Chemo verpasst, ach ja. Chemo hin und her, ja, ja, immer weiter, ist doch klar. Eine Chemo nach anderen, ja, hab ich mitgemacht, ach ja. Auf einmal bemerkte ich, ach ja, mir geht's so schlecht. Ich werde bald sterben, ja. Ich habe es gespürt, ach ja. Wenn ich nicht die Chemo aufhörte, ja, dann lande ich am Friedhof, ja. Habe ich angerufen, ja, ins Spital, das ist doch klar, habe ich ja gesagt, doch ja. Ich halte es nicht mehr aus mit der Chemo, ja, ich muss jetzt aufhören, ja. Und die Doktorin, nach ja, hat gesagt, das kommt doch nicht in Frage, ja. Die Chemo darf nicht abgebrochen werden, ja, die Chemo muss machen werden, ja. Hätte ich. Dann hat sie noch gesagt, die Chemo darf nicht ungebrochen werden. Ja, ich habe gesagt, mir geht so schlecht. Ach ja, darum höre ich jetzt auf sogar. Und dann hat sie gesagt, sie kommen ja am Montag her. Ganz bestimmt, ach wirklich sehr. Haben sie mich am Montag ja untersucht. Ach ja, auf einmal haben sie festgestellt. Ach ja, die Werte sind so schlecht. Ach ja, wirklich wäre er gestorben. Ja, hätte ich nicht aufgehört. Ach ja. Werde ich jetzt gestorben, ja, aber ich hab aufgehört, ach ja, darum lebe ich heute noch, ja. Das war eine Geschichte, ja, die ist wirklich, wirklich wahr, auch ja.